wird gesehen. Unerhörtes macht die Runde. Und träumen unsere Kinder, bereisten die ganze Galaxis. Es wird gesehen, Unerhörtes macht die Runde. 12 Stunden zeigt die Uhr, die Uhr. Wir sind in der 4. Stunde, in der 4. Stunde. Bersten die Mondhotels vor Touristen und an den Mondbahnhöfen stehen die Leute Schlange. So verrückt bin ich nicht, dass ich nochmal zum Mond fliege. Ich mach heute nur einen Rundflug um die Erde. Bevor ich das Startbonbon aus alter Gewohnheit weg habe, fliegen wir schon über Polen. Läppische Lufttaxis, läppische Strecken, Warschauer Chotzk, aber frech über Polen. Sibiriens Mondauto, Werke verstopfen mit ihren Containerraketen die Landschaft. Schnapp mir das Telefon rasch aus der Weste, telefoniere mit Frau und Verwandtschaft. Jetzt auch nicht besiedelt, schon über Meereslidania genossen. Alaskas Bananen, Gewächshochhäuser sind auch ganz schön in die Höhe geschossen. Nehm ich mein Telemonokel und sehe da unten die Mädchen, sie ernten Bananen mit neuen Maschinen für sich und die Welt. Freundschaft nicht Latten, ein Meer roter Bahnen. Essen. Besteck bringt ein bordeigener Mechanismus. Das Essen ist gut, es gibt Knödel in Tuben. Algenkompott kommt als schmackhafter Abschluss. Saubere Straßen seh ich in Manhattan. Streng nach dem Spruch, keep America clean. Schüler aus allen Ländern der Erde sieht man die Straße. Thank you.
Kaczynski aus der Kabine. Immer diese aufpolierten Evergreens aus den 70er Jahren. Ich will was von der Landschaft da unten haben. Überm Atlantik, ein Sturm jagt das Luftschiff. Ich nehm schon das Telefon, werd blass und nässer. Schottland ist Kumpel und schick zur Belebung. Schnell ein paar Volkseige Whisky-Fässer. Vor Prag ruf ich an und bestelle ein Taxi. Lufttaxi fahr ich, da bin ich kein Klauser. Lande begrüßt von der ganzen Familie auf dem Dach unseres Hauses in der Schönhausen. Sonntägliche Ruhe, die Liebenden gehen auf abgefallenen Blättern. Ausstaffierte Sonntagsbummler bestaunen die bunte Landschaft, als stünd sie im Museum. Es frieren schon die Hände uns, ersehnen etwas Sonnenwärme. Hoch oben ziehen die letzten Vogelschwärme, die letzten Vogelschwärme. Vor uns ein Papa kutschiert den Kinderwagen, Mama fasst selbst ein Kind noch sammelt Kastanien. Psychologie. Er fragt sie ab, sie antwortet ängstlich, als säße sie schon in der Prüfung, als säße sie schon in der Prüfung. Und schaut ab und zu nach dem Kind, und sie schaut ab und zu nach dem Kind. Auch aber wir denken, das Studium lässt uns nicht Zeit genug für unser Kind. Schnell mal gefüttert, schnell mal gewindelt ist doch kein Zustand. Glaubt in wir, aber lehren nicht die beiden. Irgendwo scheint ein Weg zu sein. Irgendwie scheint es doch zu gehen. Irgendwo scheint ein Weg zu sein. Irgendwie scheint es doch zu gehen. Man muss nur danach zu leben verstehen. Muss nur danach zu leben verstehen. We'll be right back.
Schlaf, Kindchen, schlafe ein. Lass den Papa nicht im Stich. Schläfst du nicht, ergeht es ihm morgen fürchterlich. Fatimus ans Klavier, dort wartet Herr Ravel. Papa hat so Prüfungsangst, schlaf, schlafe schnell.
sitzt du den Kragen hochgeschlagen auf der weißen Bank, ganz allein. Es soll niemand um dich sein, vielleicht eine Stunde lang. Will ich mal schnell zu dir ins Schlafgemach, will ich mal schnell zu dir, steig ich aufs Dach. Will ich mal schnell zu dir, will ich mal schnell zu dir ins Schlafgemach, steig ich aufs Dach. Wach bis ne Wolke kommt, fliege mit ihr. Wach bis ne Wolke kommt, fliege zu dir. Wach bis ne Wolke kommt, wach bis ne Wolke kommt, fliege mit ihr direkt zu dir. Bye.
Zieh ich dein Giebeldach von oben her, zieh ich dein Giebeldach, mach ich mich schwer. Sieh ich dein Giebeldach, sieh ich dein Giebeldach von oben her, mach ich mich schwer. Flieg mit dem Regen dann grad auf dein Dach, flieg mit dem Regen dann und klopf dich wach. Flieg mit dem Regen dann, flieg mit dem Regen dann grad auf dein Dach und klopf dich wach.
Bauernofen sammelten Wärme und dann ging es raus. Wie man sich ungern von einer warmen Frau löst, löste man sich nun von mir. Die Kumpel zum Sprengdienst in der Ferne ausradierten ein Hinterhöfchen fast mit Volllust. Das war der Gongschlag, raus aus der Bude und rein in die verdammte Kälteschlacht. Die Schlacht um Wohnraum, am Zahltag die Pinke löhnte uns redlich. Was die Buchhalter ranbrachten, war gar nicht so schlecht. Außer am Zahltag hießen die Buchhalter Federfuchse, das war nicht gerecht. Denn schließlich bin auch ich auf Schule gegangen. Die Kollegen haben vor Trauer einen tiefen Schluck genommen. Was hab ich da manchmal durchgehangen? Was hat mich auf die Nase voll? Auf die Pinke war ich mehr so doll. Und die Kumpels wollten, ich soll wiederkommen. Und die Kumpels wollten, ich soll wiederkommen. Die Schlacht um Wohnraum, die Schlacht um Wohnraum, die Schlacht um Wohnraum.